Ey, Frank, hier ohne Spaß. Ich habe mich schon lange nicht mehr so leer gefühlt, ne? Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Warum geht er? Also ich habe die letzten Tage, letzten Wochen jetzt nicht, aber die letzten Tage halt, hat sich aus meiner Sicht etwas angebahnt auf Schalke. Dass das mit so einem Knall beendet wird, konnte, glaube ich, niemand ahnen. Aber die Trainerfrage zieht sich zu lange. Zu lange, viel zu lange. Die Souveränität von Schalke, die sie in der zweiten Liga hatten, gerade was Transfers anging, was nichts an die Öffentlichkeit geraten. Du wusstest erst, wenn ein Spieler zu Schalke wechselt, wenn er das Trikot in die Kamera gehalten hat. Alles ist in der ersten Liga weg. Und das jetzt mit dem Trainer. Souveränität. Schalke war souverän in der zweiten Liga. Rein was diese Außendarstellung anging. Neuverpflichtung und keine Ahnung was. In der damaligen Zeit vor dem Abstieg. Bruder, du wusstest anhand der Zeitung schon 3 Wochen vorher, wer zu Schalke kommt und wer nicht. Das meine ich mit souverän. Einfach seriöser geworden in dem Abteil. Und das ist jetzt komplett Fucicato. Man denkt immer, schlimmer kann es nicht werden. Dann kommt der FC Schalke ins Spiel. Also ich sage euch ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Mir fehlt jeglicher Glaube daran, jegliche Fantasie, dass Schalke nicht und damit no front nach Essen, aber Schalke ist ab dem heutigen Tag zu Essen 2.0 mutiert. Nur Essen ist aktuell schuldenfrei. Ja, ich rede eher darum, einen Verein, der glorreiche Zeiten hinter sich hat und daran noch zehrt, beziehungsweise sich daran diese Fankultur aufgebaut hat, aber die halt irgendwo in der Versenkung verschwunden sind, ne? Guckt euch die Schalke-Doku an, Jungs. Guckt euch einfach die Schalke-Doku an und guckt euch an, wie Gramotzes entlassen worden ist und achtet dort auf die Worte von Peter Knebel, der dem Anweisungen gibt, wie der Text auszusehen hat, der auf Social Media für uns online kommt. Guckt euch das an. Das ist Indikator genug, um zu wissen, dass es keine privaten Probleme sind, sondern interne Probleme waren. Das waren interne Probleme. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Schröder hatte einen Trainerkandidat gehabt. Die anderen drei Brüder und Schwestern da haben gesagt, nee Bruder, du und Trainer fragen, wissen wir nicht, wir würden den holen. Und dann Ruven Schröder wird dann einfach gesagt haben, wenn ihr mir in der Trainerfrage kein Vertrauen mehr schickt, ist das keine Basis für ein Zusammen, ein Gemeinsam. Und dann hat er da einmal geknallt und der wird hingeschmissen haben. Das ist meine Vermutung. Das würde... Es passt halt perfekt, wie lange sich dieser neue Trainer... Das zieht sich wie Kaugummi. Es zieht sich wie Kaugummi. Erst heißt es, Reis wird es. Dann wird Reis, mein Video kommt auf den Highlight-Kanal online, auf einmal ist es Reis doch nicht mehr. Es wird doch nicht Reis. Jetzt wird es auf einmal doch wieder Reis. Erst ja, dann nein, jetzt wieder ja. Es passt einfach so da rein, dass die sich überhaupt nicht einig waren. Gar nicht. Der große Schlammer meint, es lag nicht an Knebel oder den anderen. Das ist meine Vermutung. Ja. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn dieses böse Wort Ausgliederung gefallen ist. Würde mich auch nicht wundern, dass ein Schröder dann irgendwann da sitzt und sagt, Jungs, wie sollen wir das machen, wenn wir kein Geld in die Hand nehmen? Wie sollen wir es tun? Und auch da spielt, glaube ich, die Tönnies-Thematik auch eine Rolle. Die einen wollten sein Geld, die anderen wollten sein Geld nicht. Das sind so viele Kleinigkeiten. Viele Kleinigkeiten, glaube ich. Tönnies ist Sponsor einfach nur. Mit seinem Böcklunder da. Und jetzt ist der, jetzt ist komplett. Es ist Feierabend. Du spielst Sonntag gegen Freiburg. Wir schreiben Mittwoch, 16.23 Uhr. Es wurde gerade völlig random bekannt gegeben, dass der Sportdirektor die Taschen packt. Du hast immer noch keinen neuen Trainer. Du hast keinen Sportdirektor. Du hast keine Verteidigung. Du hast keinen Keeper. Und da sind wir bei dem Broski-Tweet. Du hast nichts. Du hast gar nichts. Plus, du hast keine Kohle. Und ich bin da bei einigen von euch. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt wieder... Oh, jetzt schreien sie wieder alle nach Ralf Rangnick. Jetzt schreien sie wieder alle nach ihm. Ich bin absolut 0,0 ein Ralf Rangnick-Fan. Bin ich nicht. Bin ich nie gewesen. Rein menschlich gesehen, mag den einfach nicht. Fakt ist aber, der hat gute Arbeit geleistet. Und er war einer derjenigen von zweien in der Bundesliga, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die
Sportdirektor und Trainer in einem waren. Und ja, ich weiß auch, Rangnick ist Trainer in Österreich. Und mir ist auch vollkommen klar, dass kein Ralf Rangnick kommen wird. Aber ich bin an dem Punkt, dass ich sagen würde, Ralf Rangnick wäre der Einzige, wo ich ein Quäntchen Hoffnung hätte. Ein Müh Hoffnung hätte. Ein Müh. Ein bisschen Fantasie hätte. Dass das irgendwie noch funktionieren könnte. Da der aber in Österreich ist, mir fehlt jegliche Fantasie. Das war's. Der Tag heute war's. Das hat gar nichts damit zu tun, dass Rangnick der Heilesbringer ist oder was weiß ich. Darum geht's gar nicht. Auch nicht, ob der realistisch ist. Darum geht's nicht. Es geht darum, welches Szenario ich gerade in der aktuellen Verfassung vom Verein, wo ich sagen würde, das wäre das Einzige in Kombi Sportdirektor-Trainer. Weil du kannst jetzt nicht einen Sportdirektor suchen, einen Trainer suchen. Du holst jetzt einen Sportdirektor, der will den Trainer aber gar nicht haben. Bruder. Ich habe gerade auch schon mit Broski auf WhatsApp ein bisschen gequatscht. Und wir sind uns einig, dieser Tag heute fühlt sich schlimmer an als der Abstieg. Also für mich fühlt sich der Tag heute schlimmer an als der Abstieg. Riesenrespekt vor Reis, dass er sich das überhaupt noch antut. Bin an dem Punkt, könnt ihr auch draus machen, was ihr wollt. Reis holt in der ganzen Saison 3 Punkte und du gehst trotzdem runter. Ich habe gar keine Hoffnung mehr, wirklich 0,0. Bin kein Schalke-Fan, aber ist Abstieg nicht noch schlimmer? Der Abstieg war klar. Der Abstieg war klar, dass du absteigst. Du konntest dagegen nichts tun. Der Tag heute kommt gefühlt komplett aus dem Nichts. Den Abstieg konntest du dich ab einer gewissen Phase der Saison drauf einstellen. Du wolltest es nicht wahrhaben, aber du hast diesen schleichenden Prozess gehabt der Akzeptanz irgendwo. Du konntest dich darauf vorbereiten, auf diesen Moment, auf diesen Tag. Auf diesen Tag heute konntest du dich nicht vorbereiten. Was gelesen von Petkovic. Ja, so viele Namen. Petkovic, Christian Groß 2.0. Bruder, no front an Petkovic. Ich weiß, was er in der Nationalmannschaft gerissen hat. Aber ich bin gerade einfach nur maximal mad, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Das ist, ey, wirklich. Die zerfleischen sich da alle immer gegenseitig in der Chefetage, ne? Der eine meint mehr Ahnung zu haben wie der andere. Nach außen hin wird erzählt, wir sind alle gemeinsam und wir sind Freunde und wir verbringen die Abende miteinander und schmusen noch ein bisschen. Und dann hast du sowas wie heute, wo sie dich noch für dumm verkaufen, Alter. Private Probleme, ach komm schon, Alter. Jeder, der die Doku gesehen hat, weiß, was da abging. Problem ist nicht die sportliche, einfach Charakter. Ja, Ruven als Ding. Ruven Schröder war mein Plastikstrohhalm. Ruven Schröder war beim FC Schalke 04 mein Plastikstrohhalm. Jetzt stelle ich fest, oh, der Plastikstrohhalm ist weg. Mir packt da einer so einen bepissten Dingsstrohhalm rein. So einen Kartonstrohhalm. Wo du dreimal dran nuckelst, dann kommt da nichts mehr raus. Und dann zerfällt der so innerlich und du hast gar keinen Bock mehr dran mit deinem Mund da dran, weil du eh nix. Scheiß Papierdinger da, Alter. Mann, Alter! Ich hab das einfach befürchtet, weil sich die Trainer-Dings wie Kaugummi gezogen hat. Und immer mehr an die Presse kam und keine Ahnung was. Rangnick macht das nie im Leben. Hört doch zu! Es geht nicht darum, ob es einer macht oder ob er es nicht macht. Darum geht's nicht. In meiner Aussage zumindest. Das ist meine einzige Hoffnung, wo selbst ich in meiner aktuellen Verfassung sagen würde, ja, irgendwie mit viel Glück kann das was geben. Und das alleine zeigt ja schon, an was für einem Punkt ich gerade bin. An dem Punkt bin ich gerade. Ich bin an dem Punkt, Schalke wird Rot-Weiß Essen 2.0. Warte doch erstmal ab, vielleicht ist das jetzt die Wende. Ruven Schröder war für mich persönlich der Einzige, der da irgendwie einen gewissen Plan mir vermittelt hat, mir eine gewisse Sicherheit gebracht hat. Das war Ruven Schröder für mich und ich denke für viele andere auch. Und der ist jetzt weg. Der ist jetzt weg. Jetzt hast du einen Peter Knebel, der sich in seiner Trainersache sehr, sehr sicher war mit einem Gramotzes. Bruder, ich kann ja nicht einen Sportdirektor dafür fronten, dass der keine Trainer kann und jetzt übernimmt dieses Amt einen Knebel, der einen Gramotzes geholt hat. Und den in der vergangenen Saison, in der ablaufenden, wo sicher war, dass du absteigst, den schon geholt hat. Was soll das denn geben? In den hast du kein Vertrauen, aber in Knebel? Bruder, Schröder hat auch verkackt mit Kramer. Safe, da haben viele verkackt. Aber das Puffer bei Schröder ist bei mir einfach größer. Das kann ja nicht alles 100% sein. Guck dir mal an, was der für einen Sauhaufen übernommen hat. Mit was der arbeiten musste, mit wie viel Kohle der arbeiten musste. Der musste sich ja immer das Go von oben holen. Der hat einen Plan gehabt und die haben immer gesagt, nein, geht nicht, nein, geht nicht, nein, geht nicht.
Und mir geht es jetzt darum, dass ein Knebel jetzt die Aufgaben von einem Schröder gerade übernimmt. In der Zeit jetzt. So wurde es gesagt. Und bei allem Respekt, da habe ich mehr Vertrauen in Schröder als in den Knebel. Für mich als Nicht-Schalker wird Schalke von außen wie ein absoluter Trümmerhaufen. Ja, jetzt safe wieder. Du hast jetzt all das, was du dir irgendwo aufgebaut hast, die letzten Monate, ja, wieder als Schalker-Fan ein Gefühl zu haben, ein Team zu haben oder gewisse Spieler, die sich reinhauen für den Club, Identifikationsfiguren werden können. All das von jetzt auf gleich weg. Schlimmerer Zustand jetzt. Das ist jetzt ein schlimmerer Zustand als in der Abstiegssaison. Und auf einmal erinnere ich mich dran, das ist auch gar kein Vorwurf an Broski oder an irgendwelche anderen aus dem Doppelpass. Jetzt lasst euch nochmal die Aussage von Olaf Thon auf der Zunge zergehen. Lasst euch diese Aussage von ihm nochmal zergehen, auf der Zunge. Ja, die Mannschaft spielt schlechter, aber diese Aussage wirkt komplett anders. Die wirkt komplett anders jetzt mit dem heutigen Tag. Ist so unfassbar frustrierend, ne? Das ist so frustrierend. Ich glaube, jeder Schalke-Fan hat genau mit so einer Saison gerechnet, wie es jetzt ist. Einige waren ein bisschen euphorischer, mir eingeschlossen, ja? Also wirklich, da bin ich mit drin. Aber das, was jetzt passiert, Bruder, das ist der Obergau, ja. Das ist der absolute Obergau. Und mir fallen keine Szenarien ein, wo... Mir fällt kein Szenario ein, realistisches Szenario, wo ich sagen würde, ja, das kann funktionieren. Es gibt keins. Es gibt kein Szenario. Also ich weiß auch nicht, in allen Ehren, wer noch optimistisch ist, in allen Ehren, wirklich, kranken Respekt vor mir, meine ich wirklich ernsthaft. Aber meine Hoffnung ist mit dem heutigen Tag echt verpufft und ich wüsste nicht, wie diese Hoffnung, mit welcher Personalie die wieder zurückkommen könnte. Wüsste ich nicht. Ja, ist so, Funke. Man war die ganze Zeit so auf den neuen Trainer gespannt und komm, ey, zaubert da einen aus dem Hut und jetzt knackt dir noch der Sportdirektor weg, Alter. Holst zuerst einen Trainer, mit dem du dir safe bist. Der neue Sportdirektor will den aber gar nicht haben. Somit ist das auch schon wieder zum Scheitern verurteilt. Und der Sportdirektor, der neue, sagt sich, ja, den wollte ich ja gar nicht haben. Den wollte ich ja von Anfang an nicht haben. Da wären wir dann wieder beim Thema Heidel und Breitenreiter. Und wer soll denn jetzt bitte Sportdirektor werden, Alter? Gerald Asamoah, der würde es gerne machen. Gar keine Erfahrung. Perfekt. Benedikt Höwedes, auch eine Vereinsikone, würde auch gerne mal so einen Job machen. Gar keine Erfahrung. Bro, findest du eine Scheißaktion von ihm, wenn der einmal scheiß läuft, direkt abzuhauen und einen Scherbenhaufen zurückzulassen, für den er mitverantwortlich ist? Keine Frage, letztes Jahr stark von ihm, aber das ist bodenlos. Man sagt nicht umsonst, der Captain verlässt als letzter das sinkende Schiff. Playrin, ich fühle deine Aussage, aber ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, ob das falsche Sympathie für Schröder ist, glaube ich, auch das falsche Wort. Aber wenn du einen Plan hast, und immer wieder zu hören, Chris, das geht nicht, nein, das geht nicht, nein, den wollen wir nicht, nein, wir wollen aber den, wir wollen aber hier. Und du dann an den Punkt kommst, dass du das Gefühl hast, die Obersten vertrauen deinen Sachen nicht. Ob es dann noch für mich Sinn machen würde, überhaupt mit denen zusammenzuarbeiten. Oder ob ich dann nicht sage, Bruder, wenn wir hier nicht auf einen Nenner kommen, ist das für beide Seiten hier nicht förderlich, dann gehe ich halt. Aber macht es denn dann wirklich einen Unterschied, ob Schröder nun da ist oder nicht? Schröder hat sich das alles so aufgebaut, was da jetzt so ist. Versteht ihr, was ich meine? So mit die Konstellation mit Asamoah, Büskens, die kannten sich alle, weil das war so eingegroovt aufeinander, diese Etage. Jetzt mit neuem Sportdirektor, neuem Trainer, keiner weiß, was los ist. Alle stehen gefühlt vor einer unsicheren Zukunft. Keiner weiß, was will der neue Sportdirektor. Keiner weiß, was will der neue Trainer. Wer ist der neue Trainer? Wer ist der neue Sportdirektor in einer Saison, die bisher maximal beschissen läuft? Mit dem Wissen, wir haben keinen Erstligatorwart im Kader. Wir haben keine Erstliga-Verteidigung aktuell. Wir sind letzter Platz. Und wir befinden uns zum Start in der Rückrunde. In der Hinrunde gefühlt. Oder Mitte der Hinrunde. Weiß ich nicht, ob das so geil ist, dann sowas zu wechseln. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Das ist eine Challenge, die kriegst du nicht mal im Fußballmanager auf leicht gedribbelt. Das sind die nächsten Gegner für Schalke. Ich glaube Freiburg, Bayern. 6 Punkte sind das. Für die Gegner, 6 Stück. Ganz gemütliche Spiele wären das. Und mich fuckt das so ab, das wären nur
Diese Aussage werden nur die Schalke-Fans fühlen, beziehungsweise ich kann die verallgemeinern, diese Aussage. Bezieht die Aussage bei mir auf Schalke. Ihr seid seit Kindheitstagen, seid ihr Fan von einem Verein, weil euer Vater euch damals dahin mitgenommen hat, ins Stadion. Da fing bei euch der Fußball an, mit diesem Verein. Ihr habt alles mit diesem Verein miterlebt. Jetzt seid ihr erwachsen, habt selber einen Sohn, der Fußball begeistert ist schon in jungen Jahren. Und ihr wollt das weitertragen und auch mit denen irgendwann ins Stadion gehen. Und dann stellst du fest, der Verein wird in 2-3 Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr im professionellen Fußball unterwegs sein. Ganz drastisch gesagt. Und das ist das, was so reinkickt bei mir, ne? Schalke gehört in die zweite Liga mit diesen Leistungen, fertig. Ja, darum geht's ja nicht. Aber für die Leistung sind die Fans nicht verantwortlich, Bruder. Die Fans von Schalke gehören in die Champions League, Punkt. Das fuckt doch einfach ab. Und diese Champions League-Fans finden sich damit ab, dass nicht alles so läuft, wie es läuft. Aber da oben diese Führungskräfte kriegen es nicht geschissen. Jahr für Jahr für Jahr kriegen die es nicht geschissen. Und du musst dir eine Sülzerei anhören mit, oh, gemeinsam hier und da. Und die halten dann oben nicht ein, was sie den Fans vor die Nase werfen. Das wird oben nicht eingehalten. Und das fuckt so ab, Alter. Es fuckt ab. Der ganze scheiß Dreckslogan damit gemeinsam zum Wir zurück und was weiß ich. Und oben, die leben es überhaupt nicht vor. Gar nicht. Der eine will so, der andere will so, der andere will so. Das nervt, Alter. Und als Fan bist du die ärmste Sau. Ist einfach so. Als Fan bist du die ärmste Sau. Würdest du es Nico verübeln, wenn er Dortmund-Fan oder sowas werden würde? Was soll ich da verübeln? Was soll ich da verübeln? Wenn der ruhiger durchs Leben kommen will, dann werd kein Schalke-Fan. Wenn du 10 Jahre älter werden willst im Leben, werd kein Schalke-Fan. Wir sind aber finanziell am Ende und erste Liga ist nicht zweite Liga. Ja, cool, aber da musst du halt einfach mal langsam der Realität ins Auge blicken und dann einfach auch nach dem Strohhalm greifen und die Fußballromantik, die einfach nicht mehr vorhanden ist im aktuellen Fußballgeschäft, das musst du dann ablegen. Ich predige das seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren darf ich mir anhören, ich bin eh kein richtiger Fan und bla bla bla. Ja, dann guck, wo dich das hinbringt. Gehst in ein Geschäft rein, kannst dir nicht die Nudeln mitnehmen, die noch 3 Jahre haltbar sind. Du musst die nehmen, die schon 2 Tage abgelaufen sind und hoffen, dass die noch schmecken. Musst du noch beten, dass das schmeckt. So wird eingekauft. Gut und günstig, wie Bros jetzt sagt. Ja, nicht mal gut und günstig. Das ist diese eine Wurst, die 10-mal rabattiert worden ist, weil die schon 2 Tage abgelaufen ist. Und du denkst, ja komm, probieren wir mal. Und dann stellst du fest, oh, ist doch schon schimmelig unten. Kann ich nicht essen. Den perfekten Zeitpunkt für Ausgliederung hast du sowieso verpasst, Chaos. Das ist ja noch mal extremer. Ihr müsst ja mal überlegen, für mich ist das noch mal extremer, wie jetzt für, ich sag jetzt mal, also No Front oder so, wie so für jemanden, der 12, 13, 14 Jahre ist, der gefühlt groß geworden ist, damit Schalke ist scheiße. Ich bin in der Zeit groß geworden, wo Parkstadion, Alter, Flutlichtspiele im Parkstadion, Eurofighter. Und was dann mit diesem Verein passiert ist, ne? Bis zum heutigen Tag hin, ich habe da keine Worte für, ehrlich. Und jetzt müssen da Spenden gesammelt werden, dass ein Flutlichtmast repariert werden kann, Alter. Junge! Und dann immer wieder dieses, ah, die Fans müssen uns unterstützen, das geht nur mit den Fans zusammen. Aber es kommt keine Gegenleistung, Alter. Als Fan sollst du immer rumschreien, egal Niederlage, Sieg, egal was im Verein passiert, sollst du immer mit dem Schal, ole, ole. Immer. Und vorne, was leben die denn davor da oben? Am Ende des Tages alle deine Führungsetage, Bruder, was juckt die, was mit Schalke abgeht? Die haben einfach nur Schiss um ihren Job, Alter, nichts anderes. Nichts anderes haben die Schiss. Nix Schalke-Verein und oh, der Verein liegt uns am Herzen. Halt's Maul, Digga, Alter. Ist einfach nur Schiss um deinen gut bezahlten Job, nichts anderes. War schon so oft ratlos, aber da hast du immer noch für dich so im Hinterkopf gehabt, ja, wenn so und so, wenn so und so. Aber das jetzt gerade, Das ist einfach maximal aussichtslos, ne? Ich habe mal ein Beispiel genannt bei Broski im Chat. Ich fühle mich gerade so, ich fange irgendein Spiel an, wo ich mich aufleveln muss. Ich weiß nicht, wer hat von euch Witcher gespielt? Ich nehme jetzt Witcher als Beispiel. Ich starte das Spiel Witcher, ich habe den Prolog gespielt, um die Game-Mechanik kennenzulernen und renne dann mit Level 1 zum Endgegner vom Spiel. Ein Spiel, was 80 Stunden Spielzeit hat. Renne ich sofort zum Start zum Endgegner, renne ich hin. Und dann frage ich mich, hä?
3 Stunden bin ich hier dran, der hat noch gar kein Leben verloren immer. Was mache ich denn hier überhaupt? Und dann im Spiel die Schuld geben. Wen wünschst du denn als Schröder-Nachfolger? Bruder, keine Ahnung, was weiß ich? David Copperfield. Oder hier, die Dings-Brothers hier. Wie heißen die? Die Ehrlich-Brothers. Sind doch 2 Stück. Geht der eine im Vorstand, der andere geht als Trainer. Hol die Ehrlich-Brothers ran. Oder Bibi Blocksberg oder sowas. Na, setz die Kelly-Family dahin von mir aus. Dann hast du auch gemeinsam zum Wir. Familie alles hier. Wir sind alle so süß miteinander. Dann setz die Kelly-Family dahin. Ah, die Wildecker Herzbuben. Ja, die Wollnies. Die Wollnies. Du siehst so fassungslos aus. Ich bin fassungslos, ohne Spaß. Auch viele meinen ja immer so in den, auch auf den Highlight-Kanälen und du bist kein richtiger Fan. So, du gehst nicht oft ins Stadion und was weiß ich nicht, was alles. Ja, das interessiert mich. Ich bin kein Schalke-Fan, um mich vor irgendwelchen Leuten zu profilieren. Oder in der Hoffnung, dass jemand sagt, boah, du bist aber ein guter Schalke-Fan, das interessiert mir überhaupt nicht, ne? Aber an so Tagen wie heute, da bleibt mir halt echt die Spucke weg, ne? Traut sich kaum noch, sich öffentlich als Schalker zu outen. Bruder, mir ist das egal. Ab einem gewissen Zeitpunkt in der Schalke-Vereins-Historie, da musst du halt dann abkönnen, dass dich die breite Masse an Fußballfans ins Lächerliche zieht. Grüße nach Hamburg. Aber Bruder, selbst wenn der ganze Chat da hier, wie kann man Schalke-Fan sein? Ja, weil ich's kann. Weil ich's kann. Oder geh in der 4. Liga runter. Bin trotzdem Schalke-Fan, würde mir keinen anderen Verein suchen. Und so viele Sachen, die einfach verhindert hätten werden können, Alter. Wenn da Leute sitzen würden, die halt mal ein bisschen Peile hätten, ey. Das is it halt. Da könnt ihr mir auch erzählen, was ihr wollt. Da könnt ihr Schalke-Brille nennen, aber ein Verein wie der FC Schalke 04, der gehört in die 1. Liga. Was nicht 1. Liga ist, ist alles, was da gerade passiert. Das ist alles, aber nicht 1. Liga. Das ist Kreisliga B. Kreisliga B und jede Woche zu wenig Leute, dass du ein Spiel überhaupt anpfeifen kannst. Aber das wäre doch genauso wie jetzt, aus meiner Sicht sehen auch wieder einige anders, aber wenn Dortmund auf einmal in der Dings wäre, das wäre für mich als Schalke-Fan 3 Wochen lustig und wenn Dortmund dann weg vom Fenster ist, Bruder, alleine die ganzen Derbys, das waren immer geile Wochenenden, Derby. Dann hast du verloren, hast dich abgefuckt, hast gewonnen, hast dem anderen das 5 Wochen unter der Nase gerieben. Altes fällt weg. Ja, Luca, das meine ich. So Schröder hat einem zumindest noch mal ein bisschen Kompetenz vermittelt. Mir zumindest. Ich habe dem vertraut. Der hat für mich auch nicht immer alles richtig gemacht, aber das war einer derjenigen, so, wo ich... Der ist zu so einer neuen Identifikationsfigur geworden. Also kein Plan. Ich bin gespannt, ob heute noch was passieren wird im Laufe vom Stream oder so. Aber das ist heute ein absolut rabenschwarzer Tag. Mir ging es darum, dass du dir als Fan so ein bisschen Hoffnungen gemacht hast. Also keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal... Der Großteil der Schalke-Fans, mir mit eingenommen, haben sich Hoffnung auf die lange Winterpause gemacht. Dass du da nochmal andere Möglichkeiten hast, wie in anderen Saisons. Dich neu zu staffeln, neu zu sortieren... Und eine gesunde Rückrunde spielen kannst. Und dass die manchmal reicht, haben andere Vereine schon gezeigt. Das war so die Hoffnung, an die sich viele, einschließlich mir, geklammert haben. Und das ist jetzt von einem auf den anderen, das ist weg. Und natürlich wurden viele, viele dumme Entscheidungen getroffen. Das fängt bei der Trainerfrage an, das hört bei der Torwartfrage auf. So, Schmollo, ey Bruder, das ist immer nichts Persönliches gegen die Menschen an sich, aber ich muss halt das Sportliche bewerten. Und ja, ich bin auch kein Fachmann, aber ich war selber Torwart. Auf nicht so einem Niveau. Aber ich muss einfach irgendein Niveau voraussetzen können, wenn ich erste Bundesliga spiele. Und tut mir leid, das hat Schmollo verloren. Auf dem Niveau war das Spiel gegen Hertha das Karriereende für den. Meine Meinung. Müsst ihr nicht teilen? Das ist meine Meinung. Und Ralf Fährmann hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er ebenfalls auf dem Niveau als Stammkeeper nichts mehr zu suchen hat. Muss ich einfach so sagen. Am Ende des Tages hast du den zweiten Torwart von einer Mannschaft geholt, die auf Ach und Krach irgendwie in die Relegation gekommen ist. Den zweiten Keeper hast du da verpflichtet, der da in dem Team selbst auf der Bank saß. Und dann wunderst du dich, was du dafür bekommst. Oder Schwolle war sogar dritter Keeper. Ja, Freiburg-Schwolle war auch nur 2 Saisons akzeptabel in Freiburg. Ja, aber da bin ich ja auch wieder bei dem Punkt, bei der Schwolle-Thematik jetzt mal. Da bin ich da auch wieder an dem Punkt. Die ganzen Verantwortlichen fuckt dann ab, dass einige Fans immer noch in der Vergangenheit rumschwelgen, wo die großen Erfolge waren.
Ja, aber mit welcher Berechtigung wurde denn dann ein Schwollo geholt? Ein Schwollo wurde dann auch noch geholt mit, boah, der war mal gut vor ein paar Jahren. Da lebe ich ja auch nicht im Jetzt und Hier, wenn ich einen Schwollo hole und mir die Leistung angucke von der Vorsaison, wenn er mal gespielt hat. Also genau so ein Blödsinn. Also für mich muss da ein neuer Torwart hin. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Kannst keinen reinstellen. Kannst weder einen Fährmann reinstellen, wo jetzt auch wieder durchgesickert ist. Und genau das meine Vermutung war. Der macht sich vor jedem Spiel mittlerweile viel zu viel Druck. Ralf Fährmann scheint jetzt das Mindset zu haben wie ein Jugendspieler, der kurz vor seinem ersten Profidebüt ist. Diesen Druck baut sich ein Fährmann gerade auf, wo du sagen musst, alter Hase, der kennt das Business, den dürfte nicht mehr so viel aus der Ruhe zu bringen sein, der hat dieses Mindset. Der macht sich selber viel zu viel Druck. Und ein Schwollo ist halt am Ende des Tages ein Schwollo. Das fing die Saison schon mit dem an in Köln, hat sich dann so durchgezogen und jetzt sind wir wieder am gleichen Punkt gegen seinen Ex-Verein. Also bei allem Respekt, ich war selber Torwart und du bist die ärmste Sau in einer Mannschaft. Der Torwart ist immer die ärmste Sau. Entweder ist er der gefeierte Held oder er ist die ärmste Sau. Aber es tut mir leid, ich muss leider es so knallhart sagen, das Spiel in Hertha verliert Schwollo. Es geht nicht darum, dass Schalke da die 3 Punkte holen muss, aber einen Punkt, Bruder, wie verhält er sich bei beiden Gegentoren? Ey, Hilfe, wenn ich darüber schon wieder nachdenke. Brandschranke Deluxe. Alle sind auch nur auf das erste Tor fokussiert. Was macht er beim zweiten Tor? Natürlich ist das ein komplettes Versagen der Verteidiger. Matriciani, oh, ah, oh, Wunder. Krass. Und ein Brunner, wow. Aber habt ihr mal gesehen, wo der Torwart steht? Ihr seid dieser, wie heißt der? Kamara oder was? Der Stürmer von Hertha? Ich bin Schwollo. Das hier ist das Tor. Ihr lauft als Chat gerade auf mich zu. Ihr seid dieser Kanga. Ich bin der Torwart im Tor. Ich sehe, was vor mir passiert. Der Spieler kommt so auf mich zu. Zentral. Das ist das Tor. So, und ich bin Schwollo, während dieser Spieler auf mich zuläuft. Wo würdet ihr hinschießen? Eine Fun-Frage. Wo würdet ihr jetzt hinschießen? Ins Gesicht. Ja, das wäre wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen. Ich würde wahrscheinlich auch ins Gesicht schießen, davon mal ab. Aber es sind so viele Baustellen gerade. Und dann jetzt noch mit Schröder, die letzte wurde noch, diese Ansatzweise, diese Hoffnung auch weg. Bruder, es ist eine Diskussion, wo du dich einfach im Kreis drehst. Ne? Mir tun auch schon die Leute auf dem Highlight-Kanal leid, die sich hier gefühlt eine Schallplatte anhören müssen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mal in so eine Verfassung komme. Und selbst der Abstieg hat mich nicht in so eine Stimmung gebracht, weil ich auf den vorbereitet worden bin. Aber jetzt, ich fühle mich so wie absolut in dem falschen Film, ne? Ich habe mir einen Film gekauft für Jurassic Park und finde mich dann wieder in Sex and the City. Und denke mir, was ist das denn hier für eine Scheiße? Wer guckt sich denn sowas an? Ich verstehe ehrlich gesagt die Enttäuschung nicht. War doch klar, dass es nur gegen den Abstieg geht. Ich hoffe allerdings, dass Schalke die Liga hält. Muss LS Dortmunder als Dortmunder sagen, Bundesliga ohne Derby ist nicht das Wahre, egal wie es ausgeht. Ja, die Enttäuschung, Kipp Kuhl, kann man doch verstehen. Also, wieso kann man die Enttäuschung nicht verstehen? Wenn dir dein letzter Strohhalm, der letzte Ast jetzt auch noch wegbricht, du nicht mal einen neuen Trainer hast und alle darauf warten, ein neuer Trainer wird verkündet. Es passiert aber was komplett anderes. Es wird kein neuer Trainer verkündet und AOH, es wird aber verkündet, der Sportdirektor packt auch die Koffer. Somit hast du jetzt noch weniger wie vorher. Also du hast gerade das Gefühl gehabt, es wird wieder ein Haus gebaut. Nicht jede Abteilung ist auf Steinen, sondern hier wird mal noch eine Karte reingeschoben. Aber hey, wenn kein Wind kommt, dann hat man vielleicht irgendwann das Budget, dass man die Karten durch Steine austauschen kann. Und jetzt gerade knacken die unten direkt die beiden Karten weg und alles stürzt ineinander zusammen. Das passiert gerade auf Schalke. Schalke gleich Berliner Flughafen, wenn es nicht so traurig wäre. Gar kein schlechter Vergleich. Ist denn der öffentliche Grund für seinen Abgang? Private Probleme. Ich bitte euch. Du wolltest doch auch Reis als Trainer. Was ist das denn für ein Emote, Alter? Als Trainer oder meintest du nur, dass er kommt? Das, was ich im Video gesagt habe. Ich gehe zu 100% davon aus, dass Reis Trainer wird. Ich habe in keinem Satz gesagt, dass ich den als Trainer dann auch haben möchte. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich den nicht haben möchte. Ich habe nur gesagt, dass ich 100% oder 99,9% davon ausgehe, dass Reis Trainer wird. Egal, wer genannt wird. Und ich glaube, das Video kam online und dann hieß es direkt, nee, der wird es auf gar keinen Fall.
Jetzt eine Woche später finden wir uns hier wieder und er ist wieder der Top-Kandidat. Ja, alles, genau, ich habe gesagt, alles andere wäre eine absolute Überraschung. Denn Schröder, ob das jetzt Phase ist, aber rein von der Denkweise, weil einige gerade reingeballert haben, Schröder hat das jetzt mit zu verantworten. Wenn wir in die Rechnung gehen, dann hat Schröder einen Trainer geholt, das war Kramer, der war Much. Knebel übernimmt jetzt. Knebel hat auch einen Trainer geholt mit Gramotzes, der war ebenfalls Much. Wenn der eine dann für einen falschen Trainer entlassen wird, ob es jetzt so war, ist ja egal, aber ihm geht es jetzt nur um den Sinn, ja, weil da einer gerade reingeschrieben hat, müsste den Knebel jetzt auch gehen. Hat auch einen Trainer verbrannt. Das ist es jetzt. Womit beschäftigst du dich jetzt? Mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Sportvorstand, holst du jetzt zuerst den Trainer, mit dem du verhandelt hast. Der Sportdirektor will den aber gar nicht haben. Somit hast du da auch schon wieder was. Der Sportdirektor wartet einfach nur, bis der Kacke macht. Der Trainer kann sowieso schon ohne Ruhe arbeiten und dann mit noch weniger Ruhe, weil er die ganze Zeit eine Pistole im Nacken hat. Holst du jetzt erst einen Sportdirektor, der aber mit den aktuellen Trainern überhaupt nicht einverstanden ist und was Neues haben will, zieht sich dann auch wieder wie Kaugummi. Also egal, was jetzt ist. Schick mir eine Bewerbung als Trainerposten. Das Amt wird selbst ich mir nicht aufheimsen.